Einen ganz wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Auflösung unserer 13. Coding Challenge. Heute geht es darum, wir wollen einen Merge durchführen. Das heißt, wir wollen zwei sortierte Listen ineinander fügen und dann am Ende auch eine sortierte Liste haben. Und das natürlich möglichst effizient. Ja, und dazu gehen wir hier mal wieder in unsere Lösung rein. Ich kopiere mal wieder natürlich alles und ihr könnt mir natürlich wie immer, während ich das gerade hier mal so präpariere, ihr könnt mir natürlich immer gerne eure Lösungen schicken. Und ja, ich glaube, die sind auch für alle anderen hier in den Kommentaren mega interessant, weil ihr natürlich mit wahrscheinlich anderen Sprachen arbeitet wie ich. Ich benutze ja immer Python, aber ich glaube, viele von euch verwenden auch Java. Und ja, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele andere Sachen gesehen, deswegen wünsche ich euch da ganz viel Spaß dabei, euch da auch gegenseitig auszutauschen. Das ist ja auch eine Community hier, ne? Okay, so, jetzt haben wir so, glaube ich, zumindest mal grob die Lösung vorbereitet hier, was man machen kann. Halt nein, hier müssen wir natürlich auch noch 13 reinschreiben. Ah, wobei, halt nein, das ist Solve 12, das will ich nicht. Beim Benchmark steht 13 drin, hier steht 13 drin. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich dieses Mal weder K noch List, sondern wir haben hier List A und wir haben halt List B. Das heißt, wir sagen hier List A und wir sagen hier List B. Ja, gerade andersrum. Wobei es eigentlich egal ist. Die beiden Listen sind ja völlig austauschbar. So, und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die Funktion Merge schreiben. Def Merge. Die natürlich eine Liste 1 und eine Liste 2 nimmt. Ich glaube, Liste 1 und 2 ist vielleicht sinnvoller. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen List A. A übergeben und List B. Ups, B. So, wunderbar. Jetzt können wir anfangen. Jetzt machen wir die eigentliche Lösung. Okay, das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir nehmen uns als erstes mal List A, ist gleich. Und jetzt machen wir was Komisches. Wir kopieren nämlich die Liste 1. Und zwar, wir machen eine Deep Copy davon. Und List B ist gleich List 2 und machen auch hier eine Deep Copy davon. Müsst ihr, glaube ich, nicht mal unbedingt machen. Aber wir wollen hier halt drauf arbeiten und für etwaige Prints oder sowas macht es vielleicht Sinn, wenn wir hier die Originalliste immer noch unverändert haben und dann halt auf dieser Liste hier arbeiten können, wie wir gerade Bock haben. Gut, so und jetzt machen wir eigentlich was relativ Simples. Solange die Liste A überhaupt Elemente enthält, also solange das größer 0 ist und solange die Liste B, Länge der Liste B, solange die Elemente enthält, also solange ihre Länge größer als 0 ist, solange wollen wir das hier durchführen. Und jetzt eigentlich relativ simpel, wir überprüfen als allererstes, ob die Liste A, ob das Objekt Liste A anstelle 0, weil die beiden sind ja sortiert, das heißt, dass anstelle 0 ist immer das kleinste Element und das wollen wir natürlich auch als erstes einfügen. Das heißt, wir prüfen, welche der beiden Listen das kleinere Element hat anstelle 0 und nehmen einfach die und, oh ja, ich habe Res noch nicht definiert. Res ist natürlich eine ganz normale Liste, das ist das, was wir nachher posten wollen und wir appenden das Ganze und zwar sagen wir jetzt hier lista.pop 0. So, was das macht ist, es spaltet das vorderste Element bzw. das Element anstelle 0 ab. Das heißt, es ist danach nicht mehr in Liste A drin und packt es aber trotzdem, also da kommt auch als Return-Wert der Wert des Elements raus. Das heißt, wir packen das direkt in unsere Result-Liste. Und dann sagen wir hier noch else res.append listb.pop 0. Wunderbar. Jetzt haben wir eigentlich schon das Wichtigste. Ich habe gerade gewundert, warum hier die gelbe Klammer oder die Klammer hier gelb wurde. Jetzt haben wir eigentlich schon das Wichtigste. Das heißt, wir sagen immer, das kleinere Element wird weggeschmissen sozusagen, also aus der Liste A bzw. B hier rausgepoppt und dann in unsere Ergebnisliste eingefügt. Und ja, das machen wir, solange in beiden Listen noch was drin ist. Wenn aber in einer Liste nichts mehr drin ist, müssen die Elemente der anderen Liste trotzdem noch weiter raus. Das heißt, wir sagen hier einfach, solange die Liste A Elemente hat, res.append list A.pop 0. Also das kleinste Element bitte da wieder einfügen. Und dann sagen wir noch, solange Liste B
Elemente hat. Nimm immer das kleinste Element, res.append. Nimm immer das kleinste Element und steck's da rein. Wunderbar. Und am Ende haben wir zwei leere Listen, nämlich einmal List A und List B. Die sollten jetzt beide leer sein, wenn wir hier durchgelaufen sind. Eine war davor, also eine ist hiernach schon leer gewesen, aber eine war es halt noch nicht. Und wir wissen nicht welche, weil die können ja unterschiedlich lang sein. Und wir schieben das einfach direkt da rein. Und am Ende müssen wir einfach nur noch hier Return Res machen. Und haben unsere Liste. Und das war es eigentlich auch schon. Relativ simpel, wenn man sich das so überlegt. Wir nehmen einfach immer das vorderste Element, weil das immer das kleinste ist. Dadurch sparen wir uns extrem viel Laufzeit. Wenn die Listen nicht sortiert werden, wäre das gar nicht so einfach. Und schieben die sozusagen zusammen in eine neue Liste. Und ja, jetzt gehe ich hier mal auf die Solutions Public wieder und lasse die mal ausführen. Genau, wir sehen hier, das ging relativ schnell und unsere An... Oh ja, das habe ich vergessen rauszulöschen. Es ist da. Unser Benchmark von der 12. war auch noch da. Wir haben hier aber jetzt 0,0008 Sekunden gebraucht. Also quasi nichts, um diese beiden Listen hier zu mergen. Es ging einfach so irre schnell, dass es nicht mehr sichtbar war, schon fast. Und ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, wenn wir hier das Ganze mergen. Und auch natürlich eine wichtige Grundlage für so Sachen wie Merge Sort oder sowas, die ihr natürlich gerne auch als Übung mal selber implementieren könnt. Da einfach eine Liste generieren und die sortieren, dann habt ihr schon einen Vergleich. Okay, cool. Das heißt, ihr habt jetzt quasi eine neue Coding-Challenge, allerdings ohne Server dieses Mal, sondern nur als kleine Übung für euch. Und ja, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich danke euch fürs Mitmachen und ich danke euch auch, dass ihr die ganze Zeit wirklich so intensiv mitmacht, überall euch austauscht und so weiter. Ich finde es wunderbar. Und ja, ich danke euch natürlich auch für eure Lösung und ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.